Die bewegendste Geschichte, was ich bei PensionMed erlebt habe, war tatsächlich vor einem Jahr. Da hatte ich von einer externen Fachkraft, von einer Altenpflegerin, in der Tat einen Brief erhalten, also handschriftlich geschrieben. Ich war erstmal so überrascht und dachte, oh je, was will die mir jetzt mitteilen? Das ging über 5 Seiten. Und dann hat sie mir leider mitgeteilt, dass sie an Krebs erkrankt ist und dass sie wahnsinnige Angst hat, mit mir zu reden. Und weil wir ja natürlich der Arbeitgeber sind. Und sie hatte Angst vor einer Kündigung und das hat mich extrem bewegt. Also ich war auch kurz echt mit Tränen in den Augen gefüllt und habe sie auch sofort angerufen. Und wir haben uns auch getroffen. Seitdem haben wir auch immer wieder Kontakt und sie hat gemerkt, so als Arbeitgeber, dass wir auch hinter ihr standen. Und das fand ich sehr, sehr bewegend, auch ihre Geschichte dann immer mitzufolgen. Und ja, das fand ich sehr schön auch für mich einerseits.